Die Gustav-Falke-Schule und die Ernst-Reutel-Schule planen gemeinsam an dem MINKT-Konzept. Unser Ziel ist es, ein gemeinsames Schulkonzept wirklich von Klasse 1 bis Klasse 13 zu entwickeln. Ich denke, es ist eine große Chance, die wir da jetzt haben, uns da doch weiter zu entwickeln und können da Begabungen auffangen, die in die Naturwissenschaften gehen. Daran tüfteln wir gemeinsam gerade mit dem Kollegium der Ernst-Reuter-Oberschule und bauen Räumlichkeiten aus und interessengeleitete Unterrichtskonzepte um, um Grenzen aufzubrechen. Das heißt also gemeinsame Nutzungen, gemeinsame Projekte. Ein Drittklässler kann genauso fähig sein, an einem Roboter mitzuprogrammieren, wie auch ein interessierter Neuntklässler. Finde ich, ist einfach eine super Möglichkeit für Schüler und für Lehrer, sich in ihren Gebieten halt noch ein bisschen besser und mehr zu entfalten und auch für die Schüler halt kennenzulernen, wo möchte ich vielleicht hin in meinem Leben, was macht mir Spaß, was könnte ich mir als Ausbildung, als Beruf oder auch als Freizeitaktivität irgendwie vorstellen, weil darüber werden ja auch Anreize geschaffen. Wir wollen den MINT-Campus gemeinsam denken, wir wollen gemeinsame Lerninhalte schaffen. Selbstständig, mit Freude und intrinsisch motiviert lernen können. Lernwerkstatt und der Makerspace geben den Kindern diese Möglichkeit, selbstständig arbeiten zu können und interessengeleitet arbeiten zu können. Und ich glaube, das ist eine der ganz, ganz großen Alleinstellungsmerkmale. Dass sie viele Sachen ausprobieren können, das wäre so die Vorstellung für den Campus. Von der Grundschule an schon auch Richtung Beruf zu denken, neugierig bleiben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort, dass wir ihnen möglichst das nicht austreiben. Wir nutzen gemeinsam den Makerspace bei uns in der Schule. Wir haben die Möglichkeit, auch als Grundschüler mit Räume zu nutzen. Die Ernst-Reuter-Oberschule, wir tauschen uns personell aus und fachlich. Eine ganz neue Art zu denken.